Mädchen, schaut sie euch nur an. Sie denken, dass sie Cheerleader sind. Oh, Susa, was sind das schon für Cheerleader? Wenn ich du wäre, würde ich mich nicht so blamieren. Alle lachen über euch. Was? Was? Seid doch ruhig mit eurem Neid. Wir sind Cheerleader. Und wer seid ihr? Kleine Schulmädchen. Zuhören und schweigen. Ihr denkt, ihr seid Cheerleader geworden und dürft jetzt alles machen, was? Passt auf, Mädels, oder wir erwischen euch nach der Schule und werden reden. Wer wird reden? Ihr? Schau dir diese Cheerleader an. Erst waren es zwei Freundinnen von den Basketballern und jetzt sind es vier. Und ich mag, wie sie tanzen. Es macht Spaß. Richtig, aber Layla ist mit Browse zusammen. Ja, Layla ist die beste Cheerleaderin, wie sie sich bewegt. Das war's, Mädels. Ich will das nicht aushalten. Zeigen wir diesen Angebern, wer hier der Boss ist. Ihr habt es so gewollt. Oh Mann, Leute, schaut mal, jetzt geht's los. Ich bin für die Cheerleader. Ich bin auch für die Cheerleader. Und ich bin gegen die Cheerleader. Nun, Kleines, du hast es selbst so gewollt. Hör zu, Marussia, du hast gestern nicht mal das Casting bestanden. Hör zu, Kleiner, du hältst die Klappe. Du hast gestern nicht mal das Casting bestanden. Hör zu, mein Booty Shaker hat alle in ihren Bann gezogen, im Gegensatz zu deinem Tanz. Hör zu, Grusha, wenn du eifersüchtig auf mich bist, rate ich dir, es nicht zu sein. Weißt du was, Laila? Ich werde nicht schweigen. Jeder ist gleich an dieser Schule. Hallo, Mädchen. Hallo, Jungs. Hallo, Kapitän. Ah, hier kommt Diana. Jetzt werden wir ihr alles erzählen. Sie soll sich mit diesen Cheerleadern befassen. Ja, sie soll ihr Team zur Ordnung rufen. Mädchen, halt! Wartet! Erklärt, was hier vor sich geht. Diana, die sind einfach nur neidisch auf uns. Ja, wir lernen einen neuen Tanz und sie verhöhnen uns. Tja, so funktioniert Neid. Mädels, wir sind nicht neidisch. Diana, es ist nur so, dass die Cheerleader zu viel durchgehen lassen. Richtig, mir persönlich ist das egal. Cheerleader oder nicht, wir sind hier alle gleich. Kümmert euch um sie, sonst kümmern wir uns nach der Schule selbst um sie. Mädels, Ruhe, verderbt mir nicht die gute Laune. Und ist euch nicht aufgefallen, dass ich keine Kapitänsuniform trage? Und das ist so, weil ich heute ein Date habe. Oh mein Gott, Leute, sie hat heute ein Date. Dima, beruhig dich, okay? Wann wirst du verstehen, dass Diana nichts mehr von dir will? Noch jemand. Verdirbt ihr nicht die Laune. Ja, sie ist genau wie sie. Diana! Wisst ihr was, Mädels? Ich schlage vor, dass ihr aufhört, unseren Kapitän zu belästigen. Richtig, sonst habt ihr Probleme mit den Basketballern. Diana, hast du heute ein Date mit Smile? Nun ja, er lud mich in ein Restaurant ein. Diana Bros hat mich auch in ein Restaurant eingeladen. In welches? Die Perle. Ich gehe heute auch dorthin, Diana. Wow, haben die das geplant? Vielleicht. Habt ihr das gehört? Jana und Browse gehen auch in ein Restaurant. Ah, Tim, lass endlich die Finger von Jana. Ich rate dir, ein anderes Mädchen zu finden. Ich werde auch etwas Geld sparen und mit Layla in ein Restaurant gehen. Oh, ich weiß nicht, ob das passiert. Wie auch immer, Mädels, hier ist alles klar. Es hat keinen Sinn, mit Diana zu reden. Richtig, nichts Neues hier. Erst war sie besessen von dem Basketballspieler und jetzt hat sie ein Team von Cheerleadern. Okay, Mädels, los geht's. Los geht's. Diana, um wie viel Uhr gehst du? Ey, Mädels, seid vorsichtig. Oh, um wie viel Uhr gehst du? Um 7. Du? Ich auch. Cool. Vielleicht haben sie eine Überraschung für uns. Genau. Smile, fokussier dich. Du hast nichts getroffen bisher. Browse, hier, schau mal. Warum redest du so viel? Ich kann keinen Treffer landen. Richtig. Smile, du bist heute echt nicht gut drauf. Du bist nicht gut drauf. Übrigens, ich gehe heute früher weg vom Training, weil ich eine Verabredung habe. Ein Date oder was? Du hast mir nichts davon erzählt. Ja, ich gehe mit Diana in ein Restaurant. Wow, Mann, ich habe Diana auch in ein Restaurant eingeladen. In welches gehst du? Ich gehe in ein richtig gutes. In welches? In die Perle. Diana liebt einfach Muscheln. Smiley, ich und Diana gehen auch in die Perle. Vielleicht hängen wir zusammen ab? Bist du verrückt? Ich habe eine Verabredung mit Diana. Und genug davon, mich nachmachen zu lassen. Ich gehe mit Diana ins Restaurant, du auch mit Diana. Ich gehe mit Diana ins Kino, du gehst mit Diana ins Kino. Smiley, warum bist du so drauf? Ich wusste nicht, dass du auch ins Restaurant gehst. Das ist nur ein Zufall gewesen. Richtig, ein Zufall. Sag mir, dass du auch ein Geschenk für Diana gekauft hast. Ja, natürlich. Woher wusstest du das? Browse, du fängst an, mich wirklich zu nerven. Ich habe ein Kleid für Diana gekauft, dem sie heute mit mir ausgehen wird. Smiley, wir sind wahre Freunde. Ich schenke nämlich Diana auch ein Kleid. Browse, lass uns dieses Gespräch beenden, denn ich habe das Gefühl, dass wir in einen riesigen Streit geraten werden. Seltsam, er ist so gestresst. Ist es der Einfluss von Diana auf ihn? Diana, vielleicht werde ich eine Freundin des Cheerleader-Kapitäns und nicht diese Jana. Nastia, beruhige dich. Du musst froh sein, dass ich dich in mein Team aufgenommen habe. Und die Freundin des Kapitäns wird Jana sein. Mädels, vielleicht ist es mal genug, von Cheerleadern und Basketballern zu reden. Ich hab's satt. Oh, Dima, worüber können sie denn sonst noch reden? Sie sind jetzt die coolen Cheerleader. Ja, und Nastia war unsere Freundin. Und jetzt was? Cheerleaderin. Sie will nicht mal mit uns reden.
Wie auch immer, als die Basketballspieler in unsere Schule kamen, begannen einige Probleme aufzutreten. Richtig, alle Mädchen jagen ihnen hinterher wie Basketballspieler, Basketballspieler, sogar Gruscha. Nun nein, das stimmt nicht. Aber Diana, denk jetzt aber hör zu. Genug mit dem Gerede über Cheerleader und Basketballspieler. Hör zu, Diana, nicht genug. Ich werde nicht aufhören, bis du wieder meine Freundin Diana, bist. Diana, weißt du was? Ich schlag vor, dass du mit diesem Basketballspieler Schluss machst. Eines Tages bist du sowieso wegen ihm in Schwierigkeiten kommen. Ja, ich mag diesen Zweier nicht wirklich. Er ist irgendwie zwielichtig. Und dieser Braus ist nur ein Poser. Weißt du was, Gruscha? Lass Braus in Ruhe. Hör mal, könnt ihr euch mal beruhigen? Basketballspieler, die ganze Zeit in Dauerschleife. Könnt ihr das bitte lassen? Und genug davon, über meine Cheerleader zu reden. Schaut euch an. Richtig, Mädchen. Eifersucht ist eine schlechte Sache. Es gibt niemanden, auf den man eifersüchtig sein muss. Oh, ich hab die Nase voll von diesen Cheerleadern. Marussia, lass meine Layla in Ruhe. Das ist wirklich zu viel. Sobald Layla anfängt, mit diesem Braus zu sprechen, ändert sie sich wirklich. Meine Layla ist gut und sie ist auch ein Cheerleader. Patrick, ganz ruhig. Du bist nicht mein Typ. Ich brauche einen Basketballspieler. Das ist in Ordnung. Sobald ihr Team auseinanderfällt, werden sie sich an uns erinnern. Und wenn sie von den Basketballspielern abserviert werden, wird Jana hinter mir her sein. Hör zu, Artyom. Braus wird nie mit mir Schluss machen. Ja, Marussia. Und unser Cheerleader-Team wird niemals auseinanderfallen, denn wir sind die Besten. Hör zu, wenn ihr denkt, dass ihr coole Cheerleader seid, liegt ihr falsch. Hör zu, Jaja, sieh sie nicht einmal an. Tu so, als würden wir sie nicht sehen. Smile, Smile, warte. Braus, lass mich in Ruhe, okay? Ich hab dir gesagt, dass ich nur mit Diana ein Date haben will. Smile, warum bist du so wütend? Wir gehen sowieso in dasselbe Restaurant. Du mit Diana, ich mit Jana. Wir werden zusammen sein. Braus, lass mich nicht damit anfangen. Und ich hoffe, du hast Jana ein anderes Kleid gekauft, als das, das ich Diana schenken werde. Nein, ich habe Jana ein schickes gekauft. Ich sehe, es ist schick. Diana, heißt das, dass wir heute kein Training haben und wir gehen auf ein Date? Natürlich kein Training. Ich habe heute eine Verabredung mit Smile. Und ich mit Bros. Er versprach eine Überraschung für mich. Ja, und Smile versprach auch eine Überraschung. Oh, Jungs! Nichtsdestotrotz, Jaja, sind sie ein so schönes Paar. Ja, Nastia, ich stimme den Cheerleadern und Basketballspielern zu. Es ekelt mich an, das anzusehen. Richtig, als wären sie ein paar coole Bräute. Oh, Mädchen, achtet nicht auf sie. Wir sollten diesen Basketballspielern vor ihren Dates wehtun. Dima, nein, das machen wir nicht, sonst schmeißen die uns aus der Schule. Der Direktor hat dich bereits verwarnt. Oh Mann, Browse ist schon da. Ja, Artyom, geh zu ihm und rede mit ihm. Wie reden? Er ist ein Basketballspieler, er ist stark. Wenn Layla einen Basketballspieler finden würde, würde ich sofort mit ihm reden. Okay? Also Smile, wir haben vor, in ein Restaurant zu gehen. Ja, natürlich. Und übrigens, das ist für dich. Wow, so cool. Wirklich für mich? Klar. Cool, was ist das? Ein Kleid. Ein Kleid? Und so ein cooler Ohrschmuck. Und was ist das in der Box, was so schwer ist? Das sind Schuhe für dich. Oh, Smile, du bist der Beste. Rose, was hast du für mich? Welches Geschenk? Hier, schau mal, das Beste. Rose, ich wusste immer, dass du der Beste bist. Okay, Smilik, warte 5 Minuten auf mich. Ich zieh mich um und wir gehen ins Restaurant. Bin gleich wieder da. Rose, du wirst es nicht bemerken. Ich werde sehr schnell sein. Smile, sollen wir alle zusammen ins Restaurant gehen? Rose, ich hab dir doch gesagt, ich gehe mit Diana aus. Wow. Oh. Wow, Jana, sieh dir dieses Kleid an. Ich mag es sehr. Funkeln und lila. Oh. Oh, ich sehe gut aus. Oh, was ist das für ein Stoff? Oh. Jana, warum bist du nicht umgezogen? Du bist dabei, auf ein Date zu gehen. Die warten auf uns. Was soll ich denn anziehen? Das? Oh mein Gott. Schau, vielleicht hat Bros etwas verwechselt. Geh und frag ihn, ob es das ist, was er dir präsentieren wollte. Richtig, geh und frag ihn. In diesem Mist bringe ich nicht mal den Müll raus. Nun, Bros hat überhaupt keinen Geschmack. Wir leben im 21. Jahrhundert. Wo hat er bloß dieses Kleid gefunden? Oh. Genau, Diana. Er hat mir gesagt, dass wir ins Restaurant gehen und ich die Schönste sein werde. Vielleicht liebt er mich nicht und hat mir dieses Kleid mit Absicht gegeben. Diana, warte, nicht weinen. Ich werde gehen und ihn fragen, was für ein Kleid er dir geschenkt hat. Gut, aber sag ihm, er soll nicht reinkommen. Ich will nicht, dass er mich auslacht. Mach dir keine Sorgen, Jana. Du bist meine Freundin. Ich werde dich nicht im Stich lassen. Warte hier, bin gleich wieder da. Smilik ist ein guter Freund für Diana. Und mein Bros hat entweder keinen Geschmack oder hat es absichtlich gemacht. Nein, Leute, Diana und Smile werden nicht auf ein Date gehen.
Weißt du was, Leia? Unser Kapitän ist der Beste. Lasst sie alle wissen, dass Cheerleader die Besten sind. Richtig, lasst alle neidisch sein auf ihre Schönheit. Ich muss wirklich sagen, Diana sieht wunderbar aus. Und wie sehe ich also aus? Diana, du bist wunderschön. Danke, Smile, du bist der Beste. Ich bin so froh, dass wir heute in das Restaurant gehen. Susa, sieh mal, du bist dabei, Unruhe zu stiften. Ich will und ich schaue. Diana, wo ist Diana? Ich will sehen, wie schön sie ist, okay? Browse, ich muss mit dir sprechen. Diana, was meinst du mit Browse reden? Wir wollten doch jetzt gleich auf das Date gehen. Diana, was ist denn los? Smile, warte. Browse, was hast du Diana gegeben? Ja, ein Kleid. Ein Kleid? Auf welchem Bazar hast du es gefunden? Welchen Bazar? Ich habe es im Laden gekauft. Im Laden? Nur alte Damen tragen solche Art von Kleidern. Diana, wovon redest du? Es ist das Schickste, haben sie mir gesagt. Das Schickste? Du findest dieses Kleid also schick? Diana weint auf der Toilette. Sie hat Angst, auf den Gang zu gehen, damit niemand über sie lacht. Ja, habe ich mich verhört oder weint Diana da? Ja, Nastia, wahrscheinlich mag sie das Geschenk von Browse nicht. Wirklich, dieser Basketballspieler Browse kann nicht ein normales Geschenk für ein Mädchen kaufen. Mädchen, habt ihr gehört? Eine der Cheerleaderinnen weint schon. Ja, sie mag das Kleid nicht. Ja, Mädchen, diese Cheerleader halten so viel von sich selbst. Diana ist dumm. Wenn ich sie zu einem Date einladen würde, würde ich ihr das schickste Kleid kaufen. Artyom, beruhig dich. Das ist, warum Diana dich verlassen hat. Weil du immer nur redest, aber keine Taten folgen lässt. Also, ich mag Dianas Kleid gar nicht. Smile hat gar keinen Geschmack. Ja, so funkelnd und lila. Und nicht mal meine Oma wird das irgendwie tragen. Oh, ich weiß auch nicht wie. Aber du musst sie beruhigen, damit sie sich mit dir verabreden kann. Was ist daran so schwer? Sie soll es einfach anziehen und dann gehen wir los. Diana, komm, erklär ihm nichts, okay? Lass uns einfach gehen. Vielleicht ist es besser so. Sie werden nicht an uns im Restaurant kleben. Browse. Warte, Smile. Denk mal nach, Browse. Oder willst du etwa, dass alle über uns lachen? Ich sehe die Freundin des Kapitäns nicht. Wer weint denn da so laut? Unsere Diana weint. Bitte sehr. Es lachen schon alle. Diana! Diana, wo ist dein neues Kleid? Wir wollen es unbedingt mal sehen. Oh, Bros. Was hast du gemacht? Diana, lass die sich darum kümmern. Los, gehen wir, los. Nein, Smile. Kein Restaurant heute. Niemand wird über meine Freundin lachen. Diana, es ist auch ihre Angelegenheit, okay? Los, gehen wir. Nein, Smile. Ich werde nicht meine Freundin alleine lassen. Und du solltest manchmal auch mal nachdenken. Oh Mann, Browse, danke schön. Du hast alles erdorben. Smile. Mädchen, gemeinsam sind wir stark. Yes. Gehen wir Diana beruhigen. Ja, lass uns gehen. Diana? Was, Diana? Was hat er gesagt? Nichts, er hat keinen Geschmack in Sachen Mode. Ja, ich sehe das auch so. Richtig, das kann ich doch nicht anziehen. Alle werden mich auslachen. Aber, Diana, warum gehst du nicht mit Smile aus? Heute gibt's kein Restaurant für mich. Ich werde doch meine Freundin nicht hier zurücklassen. Ich lasse sie einfach alleine gehen. Wirklich, Diana? Natürlich, du bist doch unsere Freundin. Wir sind Cheerleader. Leute, abonniert den Kanal, liken und die Glocken läuten lassen. Bye.